Here we go again, my friends, here we go again. Wieder so ein Spielerrucksack neben meinem Graben gefunden. Ich heiße euch herzlich willkommen bei den neuen Folgen und ich muss auch Spikes hinstellen, ganz dringend, damit ich auch mal ein paar Spielerrucksäcke kriege hier. Bei einem anderen Livestream und hey, oben! Hallöchen! Dann geht es los, bis spro. Mikrofon aktiviert. Heute ist 7 Days to Die ohne Sound. Zum Ohren schon. Irgendwo habe ich Schritte, ich weiß bloß nicht wo. Hallo, ich höre leider gar keine Schritte. Das ist ein bisschen schwierig. Macht mir ein bisschen Kopfschmerzen, ehrlich gesagt. Mich ein bisschen paranoid werden. Hab ich mein ganzes Scrap Metal etwa schon verballert? Das ist doch gar du brauchst nicht unglaublich viel Scrap Metal, das ist ein sehr Wahnsinn. Ja. Absolute Wahnsinn. Mhm. Ich glaube 10 pro Aufwertung. Pro Aufwertung, irgendwie. Ja. 10 pro Stück. Aufwertung. Ja. Und dreimal kannst du die aufwerten. Bis zu welcher Stufe kann man die denn aufwerten? Bis Stahlbeton oder noch höher? Nee. Nur die Spikes. Okay. Nur Scrap Metal. Alles klar. Ich höre dich, Olle, komm her. Du bist direkt gestochen hier. Bam. Oh, das ist noch ein Zombie. Was geht denn hier ab? Oh, Iron Fragment. Komm her zu. Oh, was geht denn hier? Wo kommen die denn alle her? Weiß noch nicht, wie tief ich meinen Graben machen soll. Gnadenlos einfach alles wegballern und später kann ich immer noch gucken. Ausbessern kann ich immer noch. Geh weg. Genommen ist. Dann. Ja, wo bist du, Scheiße? Ich höre dich doch kriechen oder so, ey. Komm einfach mal zu euch, setz mich mal aufs Dach und look mal so in die Gegend. Ich muss weiter. Ich muss weiter aufrüsten. Dann guck ich mal. Ab. Ja, rum. Ja, ich denke, das ist schon für alle, wenn ich den Sound ausmache, damit man den Bohrer nicht die ganze Zeit hört. Weil mit der Zeit wird es schon sehr belastend. Ach, wie doof, auf dem Tablet sehe ich das nicht. Hölle, wie viele Zuschauer hast du gerade? 8 momentan. 9? Also laut meinem Chat, die sagt, sind es 8. Lang nicht gewaschen. Wenn du wüsstest, wie oft ich heute in der Dusche war, um diesen Scheißgeruch von der Arbeit loszuwerden. Was arbeitest du denn? Flughafen. Bei der Nachtsortierung für ein Logistikunternehmen. Ach so. Wenn du schweißgebadet nach Hause kommst, das ist... Bleh. Kennst du den Geruch von... Ja, hat ja auch die Kekse gegessen, die Max den kriegen sollte. Kennst du den tollen Geruch von vollgeschwitzten Gummihandschuhen? Ja. Dann weißt du, was ich meine. Lecker. Schlimmer geht immer. Arbeite mal ein halbes Jahr bei McDonald's. Da erkennt dich, hat Katzen und Hunde der Nachbarschaft alle am Geruch. Wo arbeitest du denn? Lass deinen Hund mal an mir schnüffeln, dann weißt du Bescheid. Ach, jetzt hat er den Homebefehl mal wieder nicht genommen. Das passiert in letzter Zeit auch öfter. Ja, vor allen Dingen wird es auch immer krasser. Manchmal muss ich den 4-5 mal eingeben, ehe der mal reagiert. Ja, genau. Ja, absolut, genau wie die Kettensäge und die Nagelpistole. Ich hoffe, dass sie das irgendwann mal noch gefixt kriegen mit der Lautstärke, dass es irgendwann mal leiser wird. Die Nagelpistole finde ich geil. Ja, aber das geht auf Dauer, wenn du so eine riesen Mauer machst, die auch irgendwann auf den Sack.
Taka, 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 taka. Aus wie auf dem Schlachtfeld, aber erstmal ganze Erde wegrotzen hier. Platz für einen Graben habe und dann Cashew später Sorgen machen. Groß wie breit und ausbessern. Erstmal ist er weg, der Rotz. Ich würde sagen, Hölle hat den Soundbug laufen. Hab ich auch gerade gehört. Ton an. Echt? Ja. Ja, das, noch bist du weit weg. Ich höre das nur leise im Hintergrund. Und ich habe bei mir im Garten immer diesen einen Chunk, der nicht geladen werden will. Das ist doch... Gut, dass ich den Soundbug nicht höre. Grundstück zu verkaufen, habe nervende Nachbarn mit Soundbug. Ich spiele grundsätzlich ohne Sound und merke nicht, wenn der Bug kommt. So, von meinem Dach aus kann ich Romerts Haus nicht sehen. Aber mir ist noch alles super. Ich war ein bisschen in der Entfernung, habe Bäume gefällt. Da kamen gerade so minimal 10 Zombies auf mich zu. Demnächst neues Benzin holen. Was, eine Reihe TNT? Ja, aber ich habe kein TNT. Und irgendwie will das TNT, glaube ich, nicht funktionieren, wenn du das geclaimed hast. Ja, in geclaimten Gebieten gibt es damit irgendwie Probleme, ja. Sei denn, die haben das mittlerweile geändert, aber das war früher schon so. So, ohne jetzt beim Packen. Was hat denn die Live-Map? Das ist ja keine Zombies laut Live-Map. Romeat, hast du schon das G4E-Sniper-Gewehr? Yep. Dann ist ja gut. Ich musste die Hölle erstmal richtig überreden, dass sie auch, sich auch mal so ein Gewehr holt. Schlussendlich habe ich sie dann geholt. Nö, an Zombies scheint hier gerade alles ruhig zu sein. Ja, das ist gut. Das ist auch wirklich sehr, sehr gut so. Ich rede mit dem Romeat. Naja, ja, bei mir aber auch. Ich habe eben, soweit es geht, alle gekillt. Ja, ich gehe mal um den See rum. Mal zur Hölle. Oh, ich würde so gern Teer herstellen können. Oder Asphalt. Was, Teer? Ja. Ja, Gravel nehmen. Ja, daraus bestehen ja die Nebenstraßen. Ja. Ich habe auch mal versucht, irgendwo einen Teer abzubauen, Asphalt abzubauen, verwandelt sich aber sofort in Sand. Ja. So, jetzt muss ich nur genug Eisen schmelzen. Ach rum, das würde ich nicht sagen. Die machen ja parallel mehrere Sachen. Das ist, ja nun auch mehrere Leute im Team. Da kümmert sich jeder um was anderes. Die sitzen ja nicht alle da und basteln am Menü rum. Das glaube ich eher weniger. Bei Höllentor sind ein paar in der Nähe. Was? Oh, mein Benzin ist alle. Was? Oh, tatsächlich, da hinten. An meiner Lehmbaustelle. Ach, da bist du gerade. Ja. Muss nach Hause. Ich hab da noch gerade was gehört. Ich habe gar nicht genug Benzin, um den ganzen Gramm auszuheben. Ja, ne, koch nix, sehe ich auch so. Das ist wieder das gleiche wie
das höre ich bei H1Z1 auch immer wieder, die tun ja nichts, die machen ja bloß dies oder die machen ja bloß jenes. Aber wenn man mal sich genau die Seiten von denen anguckt, von den Entwicklern, die Postings, dann siehst du ganz genau, der eine Teil arbeitet daran, der andere Teil arbeitet daran. Nur, dass vielleicht von den Bugsfixes da nicht ganz so viel geschrieben wird, wie gerade wenn sie neue Bilder posten, weiß ich nicht, von der neuen Stadt von H1Z1 oder so. Und dann denken die Leute mal bloß, die machen nur einen Teil, dass die aber an mehreren Sachen arbeiten, das weiß ich nicht. Ich will dir aber die ganze Zeit was sagen. Was, mir? Ja. Ja? In der Mauer hier hinten ist noch ein Zombie. Ja, ich habe vorhin einen gesucht, aber nicht gefunden. Boah, ich habe, wenn ich zum See gucke, Frame-Einbrüche auf 80. Ich habe momentan auch gerade Frame-Einbrüche die ganze Zeit. Außen ist er nicht, also muss er bei dir drin sein. Also Fakt ist auf jeden Fall, an den Games wird entwickelt. Was ich halt ziemlich geil finde, ist, dass die Entwickler wirklich erst verschiedene Updates veröffentlichen, wenn sie zu fast 100% funktionieren. Das ist der Punkt hier dran, weißt du? Ja, und dann wird's auf die Öffentlichkeit losgelassen und die Spieler finden die Fehler, die sie dann übersehen haben. Naja, klar, aber dann dementsprechend schnell kommen aber auch die Fixes. Ja. Ich meine, das ist doch eigentlich auch bei einem Alpha-Spiel auch ein Stück weit Sinn und Zweck der Sache. Ich meine, die können nicht, die Leute stellen sich das immer vor, die kommen dann immer so mit dem Motto, testen die dann ihre Fixes nicht oder ihr Spiel nicht, aber ganz im Ernst, viele Sachen, die testen die Dinger ja auch, das machen sie bei H1Z1 und das machen sie auch bei 7 Days, aber viele Sachen siehst du nachher zum Beispiel als Entwickler nicht. Du testest dann vielleicht die bekannten Probleme, denkst aber nicht an alle Möglichkeiten, die vielleicht ein Problem hervorrufen könnte, die dann wirklich erst im Spieleverlauf einem normalen Spieler auffallen. Mhm. Und dazu sind Alphas da, das vergessen die Leute. Alphas ist wirklich, sind dafür da, dass du dich zur Verfügung stellst und sagst, du testest es und wenn du Bugfixes findest, dann meldest du die am besten. Ja, wenn du Bugs findest. Wenn du sie nicht meldest, wäre schlecht, ne? Aber, also die Fehler, meine ich. Ich habe Bugfix gefunden. Oh ja, gib her. Oh, das ist ein du weißt, was ich meine. Ja. Das ist aber gerade ganz, ganz böse. Also immer, wenn ich zum Wasser gucke, als würde da hinten in Richtung Wasser irgendwo hordenmäßig was auftauchen. Aber ist nicht, laut Karte. So, ich bin jetzt einmal um Hölle Space rum. Ich brauche ganz dringend Benzin. Ich habe nämlich keins mehr. Das bedeutet, ich muss unbedingt welches brennen. Das finde ich jetzt mega uncool. Also ich würde es ja kochen. Ja, von mir ist auch das. Braucht ich denn alles dafür? Den Kochtopf oder den Dings? Speaker. Brauchst du. Noch irgendwas als Zutat? Nö. Auch mal ein bisschen was. Bei dir hinten hast du jetzt so Zombies. Den in der Mauer übrigens sehe ich auf der Live-Map nicht, ne? Ja, die hängt, glaube ich, auch ein bisschen hinterher. Keine Ahnung. Nein, ich brauche den Pika für die Gascans. Ich hab bei mir Zombies. Wo denn? An der Straße verteilt. An der Straße? Huch. Okay. Ich ja wieder hoch. Kohle. Kohle, 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 Kohle. So, ja, aber sie basteln an der Pizza. Was? Bei mir kommt seit Tag 28 die Hunde wieder. Aber warum bin ich gekommen? Warte. Was? Bei mir kommen seit Tag 28 die Hunde wieder am selben Tag wie die Horde. Diesen Bug gibt es schon seit mindestens Alpha 10, 11. Tag 28 die Hunde wieder am selben Tag wie die Horde. Nee, jetzt ist die Frage, wurde dieser Bug schon gemeldet? Weil Bugs, die nicht gemeldet werden, die können nicht bearbeitet werden. Sondern das andere Richtig. Problem ist, gut, sie arbeiten zwar an der Sterbeanimation, aber weißt du, woran sie noch im Hintergrund arbeiten? Weißt du nicht, ob sie vielleicht Richtig. Auch schon an der Performance arbeiten?
Genau, das ist es nämlich. Es ist ja nicht, so, dass es nur eine Person ist, die da sitzt und nur einer Sache arbeitet, sondern die haben mehrere Leute, die an verschiedenen Sachen arbeiten. Das meinte ich, genau, das ist dasselbe wie bei H1Z1. Da gingen eine Zeit lang mehrere Bilder von der neuen Stadt, an der sie arbeiten, rum. Hm. Und jeder beschwerte sich über die Hacker und Performance und was weiß ich nicht. Und dann hieß es bloß, die machen ja bloß die Stadt und kümmern sich um nichts anderes. Die anderen Postings dazu, was die anderen Probleme betraf, das hat die Leute gar nicht interessiert, weil sie die einfach ganz geschmeidig überlesen haben. Mhm. Weil dann könnten sie sich ja über nichts mehr aufregen. So, Gascans. Guck. Ich glaube, mein Spiel ist wieder verreckt. Braucht mehr. Die kann ich sticken, das kann ich sticken. Ich glaube, ich heute ein allgemeines Internetproblem habe, wobei dann würde OBS nicht flüssig laufen. Irgendwie habe ich ein Nebenspiel. Gut, Seven Days ist hier auf dem Server momentan sowieso etwas schwieriger. Aua. Achso, weil ich mir den Fuß gebrochen habe. Deswegen habe ich mehr jedes Mal Probleme, wenn ich da runterspringe. Ja. So. Wobei man schon sagen muss, ja, bevor man an neuen Sterb anmeldet, so nach so einer Maßeite. Und alles klar. Zucker und was gehen lassen hast du mit. Wie viel Zucker und Wasser? Christian, ja, so einfach zu sagen, dann sollten alle an der Performance arbeiten. Ganz ehrlich, wenn du jemand bist, der auf den Bereich Grafik kommst und keine Ahnung von der Programmierung des Spiels hast, was würdest du sagen, wenn dein Chef plötzlich kommt und sagt, hier, sorry, interessiert uns nicht, du arbeitest jetzt an der Performance? Das wird dann wohl, glaube ich, auch ein bisschen schwierig. Darf ich dich an etwas erinnern? Ja. An was denn? Ich habe hier noch ein Spiel rumliegen. Ja, stimmt. Aber momentan... Es sind zu wenig Leute. Lohnt sich noch nicht. Okay. Leute, bringt mir andere Leute in den Stream rein. Der Server ist auch ziemlich voll. Es kann natürlich sein, dass deswegen auch die Performance so im Arsch ist. Ja, mehr Leute Cyber alleine bringt's nicht. Es müssen mehr Zuschauer dabei sein, die schon Seelen haben. Wenn das alles neue Leute sind, haben die nichts davon. Wie kriegt man denn bei dir Seelen? Indem du zuschaust. Ach so. Und um halt bei einem Giveaway mitmachen zu können, brauchst du eine Mindestanzahl von Seelen, die du einsetzen musst, weil ich einfach keinen Bock habe, dass hier Leute reinkommen, die sehen, oh, es gibt ein Giveaway, komm ich doch mal. Vielleicht habe ich Glück und dann verpissen sie sich wieder. Nur den Fehler habe ich einmal gemacht. Wie viele Seelen habe ich schon? Musst du Ausrufezeichen Seelen eingeben, dann siehst du das. Okay. Koch nichts. Mal 200 Seelen, du könntest schon mitmachen. Also ich meine, den Einsatz ist niedrig gewählt mit 10 Seelen, den man dann einsetzen muss. Aber ich will halt, dass wirklich Leute was davon haben, die ja auch im Stream zuschauen. Ja gut, wäre schon schön, wenn derjenige, der das Spiel dann gewinnt, dann auch mit uns ein bisschen spielt, dass wir den auch kennenlernen und den zum Beispiel, können. Ja. Hast du schon recht. Ja. Deswegen, so, also ich meine, es gibt ganz viele Streamer, die schreiben halt auch in ihren Titel rein, Giveaway. Das würde ich dann auch wieder machen. Oder Giveaway bei so und so vielen Followern etc. Das wirst du bei mir nicht erleben. Ich mache ein Giveaway, so wie ich es gemacht habe, zum Beispiel, als ich die 500 erreicht hatte, als Dankeschön. Aber ich würde niemals sagen, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, 1000 Follower habe, kriege ich dann Giveaway.
Weil dann kommen die Leute allen followen und dann sind sie in 2, 3 Tagen sowieso alle weg. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich möchte wirklich, dass die Leute, die schon ein bisschen zugucken, was davon haben und nicht irgendjemand, der eben hier mal reingeschmarotzert kommt, weil er sieht, ah, hier ist ein Giveaway und dann sich wieder verpisst mit dem. Mhm. Das machen viele, nur um Follower und Zuschauer zu bekommen, aber da verzichte ich lieber drauf. Mhm. So nötig habe ich die nicht. Ich freue mich auch über 6 Zuschauer wie aktuell und bin froh, dass sie da sind, weil sie Spaß mit uns haben und nicht, weil es hier irgendwas abzugreifen gibt. Dieser Typ,